denn es kommt jetzt weg. Es reicht. Marie Kondo funktioniert ja voll gut bei mir, ne? Ach, wahrscheinlich schlage ich die Hände über den Kopf, wenn ich dieses Video schneide, echt. Guten Morgen, meine Lieben. Ich kann es kaum glauben, dass ich mit der Kamera hier drin stehe und euch dieses Chaos zeige. Aber ganz, ganz viele von euch haben sich das gewünscht auf Instagram. Da hatte ich nämlich erzählt, dass ich meinen Schrank aussortieren werde. Da ist auch schon die Leiter bereit, damit ich da oben dran komme. Ja, ich habe einiges vor. Ich denke, dass ich dieses Video nicht am Stück abdrehen kann. Denn für alle, die es nicht wissen, ich habe vor kurzem ein kleines Baby bekommen. Und der schläft gerade. Und da muss ich jetzt einfach mal schauen, wie lange er schläft. Und deshalb werde ich das Video auf Etappen wahrscheinlich abdrehen. Außerdem ist es hier so viel, dass ich das gar nicht alles schaffe. Denn die anderen Mäuse kommen auch noch von der Schule und die haben ja dann Hunger. Da bereite ich dann was Leckeres vor. Und ich habe eben vor kurzem noch 20 Kilo mehr gewogen. Habe das jetzt auch wieder runter und wahrscheinlich sieht es deshalb hier so aus, weil ich alles nur so rausziehe, weil es halt auch schnell gehen muss. Und ich dann einfach schaue, ob mir das jetzt eben passt und ob es mir noch gefällt. Und deshalb ist es hier so chaotisch und es wird wirklich Zeit, dass ich aufräume. Zum größten Teil bekommt meine Schwester immer alles, was ich aussortiere, aber diesmal wird auch ein Teil an die Tochter meiner Freundin gehen, beziehungsweise ich mache auch noch was zurecht für meine Schwester, die in Brighton lebt, also in England. Die arbeitet nämlich bei einer Assoziatione. Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, weil ich gerade wieder mit Mama telefoniert habe, die in Italien lebt. Und ja, also auf jeden Fall arbeitet sie dort und das wird dann alles eben gespendet an Bedürftige. Und somit werden die Sachen einfach nochmal verwendet und kommen nicht in den Müll, was ich sowieso nicht machen würde. Wenn, dann würde ich sie hier in diese großen Container, in diese Kleiderspende-Container bringen. So, damit ihr jetzt nicht länger diesen unglaublich hässlichen Hintergrund habt, packe ich jetzt das Zeug ins Wohnzimmer. Nach Marie Kondo soll man ja alles auf einen Haufen werfen oder legen, vielmehr. Und das werde ich jetzt nicht komplett machen, weil ich weiß, dass ich das nicht schaffen werde heute. Und dann bekomme ich die Krise, wenn im Wohnzimmer so ein Berg Wäsche liegt. Deshalb machen wir das jetzt einfach nach und nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und jetzt lasst uns hier rausgehen, weil sonst ja, bekomme ich die Krise, wenn ich dieses Video schneiden werde. Ich stelle euch jetzt hier auf das Stativ und fange an. Mein Mann hat übrigens den kleinsten Part hier. Leider, der Arme. Ja, so ist es. Schreibt mir doch sehr gerne mal, wie das bei euren Männern ist. Haben die viel Platz im Kleiderschrank oder eher wenig? Das würde mich mal interessieren. Jawohl, also gut, dann starten wir durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Los geht's! So, da bin ich. Unglaublich. Ich habe jetzt allein schon 10 Minuten gebraucht, um das alles hierher zu tragen. Also ich glaube das gerade selbst nicht, was ich hier mache. Ich sehe aber auch schon, dass ich mich wahrscheinlich von einigen Teilen eher schwer trennen kann. Denn bei mir ist es so, dass ich meist weiß, wann ich sie gekauft habe, wo, mit wem und für welchen Anlass. Also ja, da hängen halt so Erinnerungen dran und ich bin da echt so ein emotionaler Mensch. Aber ich habe jetzt schon 2 große Körbe vorbereitet. Einen für meine Freundin, also für deren Tochter und einen für meine Schwester. Und jetzt machen wir hier mal weiter. Also dieses Marie Kondo verstehe ich halt zum einen Teil nicht so ganz, weil ja, sie sagt ja, man soll sich von Dingen trennen, ja, die einen nicht mehr glücklich machen. Ich möchte es halt so machen, dass ich die Dinge auf jeden Fall verschenken werde oder eben spende, also auf gar keinen Fall wegwerfe, denn ich habe halt dafür auch Geld bezahlt und viel Geld und dafür musste ich arbeiten. Also warum sollte ich das jetzt wegwerfen, wenn die Sachen noch gut sind? Und deshalb machen wir das jetzt einfach. Wir starten durch. Also hier das Teilchen zum Beispiel kommt auf gar keinen Fall weg. Dieses Kleidchen habe ich mir gekauft zum Abschlussball von einem meiner Söhne und da hängen so viele Erinnerungen dran. Da war ich schwanger. Damit habe ich euch auch das Verkündungsvideo gemacht, auf YouTube gestellt. Das hatte ich angezogen, da sind wir im Wald und haben schöne Sequenzen gedreht. Aber das war eben für den Abschlussball gedacht. Und das kann ich definitiv noch tragen, wenn ich mir hier so einen Taillengürtel dran mache oder einen Gürtel halt unter die Brust, dann passt das auf jeden Fall noch. Das ist auch Größe 34, das habe ich bei ASOS gekauft und ja, da erinnere ich mich einfach total gern zurück.
wofür ich dieses Kleidchen gekauft habe. Ich lege es jetzt einfach mal hier auf die Seite zu den Dingen, die ich behalten werde. Dann habe ich jetzt hier die Bluse zum Beispiel, die habe ich auch noch gar nicht so lange, aber ich habe sie oft getragen, die ist von Zara. Und als Steffi da war, also meine Schwester Steffi, wollte sie sie eigentlich schon haben, aber dann habe ich sie vergessen ins Paket zu packen. Deshalb geht die an meine Schwester. Ja, wo machen wir weiter? Hier zum Beispiel, das ist ganz neu, das habe ich auch noch gar nicht getragen, habe ich aber schon mal auf den Bügel hier. Das habe ich mir vor 2 Wochen gekauft, habt ihr auch im Blog gesehen. Das behalte ich logischerweise. Wo machen wir weiter? Oh mein Gott, das ist echt krass hier, was hier läuft. Das hier kann ich auch weggeben. Das habe ich auch oft getragen im Sommer. Das fand ich so schön, das Teil. Also diese Bluse, weil die auch off-shoulder ist. Und die ist noch so gut. Also es sind keine Löcher, es sind keine Flecken. Was bei Weiß ja immer ein bisschen schwierig ist, ne? Die dann rauszubekommen. Weiß ich nicht, wie es euch geht. Jedenfalls wird die an die Tochter meiner Freundin gehen. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel, habe ich auch schon entdeckt, ja, dieses Teil. Das ist so eine lange Bluse. Kann ich euch auch mal das Bild einblenden? Habe ich auch bei einem Event angehabt. Das ist von Naked gewesen. Also diese Bluse hier. Und die werde ich definitiv noch tragen, weil die so schön ist. Also die hat jetzt zur Schwangerschaft echt gut gepasst. Die werde ich definitiv noch tragen, weil ich die noch nicht so oft anhatte. Jawohl, das wäre dann zu schade. Die Bluse hier, die kann eigentlich weg, aber ich glaube für den Sommer. Ich habe die auch noch nicht so oft getragen. Hier, wenn man sich so einen Knoten macht und vielleicht einen Spitzentop, ja, werde ich mal behalten. Was meint ihr? Könnt ihr gerade nicht antworten, ne? Ja, das Kleidchen werde ich auch noch behalten. Das habe ich auch in der Schwangerschaft angehabt. Ist aber auch kein Schwangerschaftskleid. Also ich wollte auch nicht Unmengen an Geld investieren und habe das halt einfach immer so ein bisschen umgewandelt. Und es hat ganz gut geklappt. Ist richtig schön, das Kleidchen. Hier ist auch von Naked. Das sieht so aus. Blende ich euch auch mal ein Bild ein. Also das werde ich definitiv jetzt noch im Sommer tragen können. Ich glaube, das habe ich... Das hat mir nicht so gut gestanden. Das kann weg. Also, was heißt nicht so gut gestanden? Das hat mir nicht gefallen, weil es hier so... Mir hat mir das nicht gestanden. Also gut, dann kommt das hier hin. Ach, rot. Ja, ihr sagt ja alle immer, dass mir rot so gut steht. Ne? Die Bluse hatte ich aber auch echt oft an und die hat mir so gut gefallen. Ist echt ganz, ganz toll. Hier hatte ich immer so einen Spitzentopf drunter, aber die kann jetzt auch mal weg, weil ich sie wirklich oft getragen habe. Und da hängt jetzt auch nicht so mein Herz dran. Das hier wird definitiv im Schrank bleiben. Das Kleidchen hier ist von Zara. Und ja, das kann man immer tragen. Hier mit einem Gürtel, mit schönem Schmuck kann man das Ganze aufpimpen. War auch damals gar nicht so günstig. Und deshalb behalte ich das. Meine Schwester zum Beispiel, die hat es zur Kommunion dann vom Alessandro angezogen, weil der Koffer nicht angekommen ist. Also sie ist hergeflogen extra für die Kommunion, der Koffer ist nicht angekommen und dann hat sie sich dieses Kleid hier rausgepickt aus meinem Kleiderschrank, hatte einen hellen Blazer an, also es sah richtig gut aus und deshalb ja, kann das auf gar keinen Fall weg. Da hängen Erinnerungen dran. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel noch den Blazer, den habe ich leider gar nicht so oft getragen, also den werde ich definitiv behalten, weil das zu schade ist. Ich weiß nicht so recht, ob mir jetzt der Schnitt noch so gut gefällt, aber ja, den kann ich jetzt auf gar keinen Fall wegtun. Das Kleidchen hier habe ich super oft getragen im Sommer, hat mir sehr gut gefallen, ist auch wieder off-shoulder, ne, so. Ach Gott, das fand ich so, so schön. Ich weiß nicht, ob ich es behalten soll. Ach, ich glaube, da hat die Tochter meiner Freundin bestimmt auch mehr Freude dran. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Erinnerungsstück. Ne? Ach Gott, das habe ich im Hotel getragen, als ich im Hotel gearbeitet habe und meine Lehre gemacht habe. Habe ich von meiner Mama. Das sind so Erinnerungsstücke. Ne? Das ziehe ich nie wieder an. Aber das ist wieder so. Also ich muss es mir überlegen. Das Teilchen hier zum Beispiel, das fand ich irgendwie ganz toll, als ich es gekauft habe. Aber angezogen hat es mir irgendwie dann doch nicht mehr so gut gefallen. Also an mir. Deshalb kommt es hier hin. Und das Kleidchen hier, oh, das fand ich auch so süß. Blende ich euch auch mal ein Bild ein. Das war dann bei der Schneiderin, weil ich es kürzen musste. Das war mir viel zu lang. Ja, aber ich glaube, das kann jetzt auch mal weg. Ja. So,
Also ich mache jetzt mal im Schnelldurchlauf weiter, damit es für euch nicht zu langweilig wird. Falls ich noch irgendwas entdecke, worüber ich sprechen möchte, dann mache ich wieder mit Ton. So machen wir es. Bei dem Kleid hier zum Beispiel, das weiß ich noch ganz genau, das habe ich in Heidelberg gekauft. Das ist von Promot und das fand ich so süß damals. Das habe ich auch echt oft getragen. Ist kein Zweck, aber ja, ich liebe halt Heidelberg total. Ich bin da super gerne und deshalb konnte ich es wahrscheinlich nicht weggeben. Ja. Das hatte ich meinem Rimini gekauft, das Teil. Das ist eine Bluse. Oh mein Gott. Die habe ich leider nicht so oft angehabt, weil sie super eng ist. Und das irgendwie nicht so angenehm war. Aber die war richtig cool, weil die hier so einen schrägen, also ja, so einen schrägen Verlauf hat. Könnt ihr das erkennen? Ja, wenn jetzt die Knöpfe zu wären, wäre es natürlich verständlicher, ne, Heidi? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich sie behalten soll. Ist jetzt auch durch das Stillen ein bisschen schwierig. Ich überlege es mir mal. Ach Gott, und die, ach Gott, die hatte ich ja schon total vergessen. Die ist von Esprit. Hatte ich mir mal online gekauft. Und dann hat es, ja, von der Oberweite nicht so gut gepasst, als sie dann hier angekommen ist. Hier ist der Reißverschluss. Die war auch gar nicht so günstig. Ich glaube, die wollte ich auch der Steffi geben. Wie war denn das? 39,95, um Gottes Willen. Ich glaube, es ist gar nicht so Steffis Geschmack. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Die wird noch angezogen. Das hier, das ist richtig schön. Das kam neu an. Allerdings, als ich dann schon im 5. Monat war und da hat es nicht mehr gepasst. Also ich habe ja sehr schnell einen Bauch gehabt. Ja, 5. Schwangerschaft, ne? Und ja, da freue ich mich aber schon riesig drauf, das jetzt dann zu tragen, wenn endlich die Sonne rauskommt. Und das habe ich auch noch in der anderen Farbe. Ach Gott, da freue ich mich. Ah, der Stoff, der ist so, so schön. Das wird definitiv behalten. Ach Gott, ja. Die habe ich noch in meiner Lehre gehabt, die Bluse. Die kommt jetzt auch mal weg. Die ist aber auch von Esprit. Die habe ich auch in Italien gekauft. Aber die muss jetzt weg. Die habe ich auch echt oft getragen. Das passt. Das passt schon. So, dann das hier. Dieser Cardigan, der kann auch weg. Obwohl der auch noch richtig schön ist. Also ich verschenke nichts, was jetzt irgendwie ja, Löcher hätte oder so. Um Gottes Willen. Oder Flecken. Will ja kein Mensch tragen, ne? Machen wir hier mit der Bluse weiter. Die ist von Benetton. Die ziehe ich super gerne an. Also einfach so eine Jeanshose, einen Spitzentop drunter. Also die behalte ich auf jeden Fall. Ich mache die jetzt nur alle runter, die Sachen, weil ich sie dann neu sortieren möchte. Und nach Farben. Laut Marie Kondo soll man das ja nach Farben gar nicht machen, sondern nach Länge, ne? So. Also kurze Teile, die dann so runtergehen. Und auch nicht die Winter- und Sommersachen trennen. Soll man auch nicht machen. Sondern ja, so, dass man die Sachen auch immer alle sieht, damit man nichts Neues kauft, weil man vergessen hat, dass man vielleicht den und den Mantel noch im Schrank hat. Ja. Also das kann auch weg. Habe ich auch ganz oft getragen. Das passt. Lo sfruttato, sagt man auf Italienisch. Ach Gott, das zum Beispiel, das habe ich auch in Heidelberg gekauft, dieses Teil, diesen Bolero. Der ist auch von Promot. Kann ich jetzt so oder würde ich jetzt so gar nicht mehr anziehen, ne? Aber ja, ist noch gut, hängen Erinnerungen dran und ist auch gar nicht so günstig. Schwarze Blusen kann man eigentlich immer gebrauchen. Finde ich auch cool, wenn man das in die Jeanshose reinsteckt, ne? Sportschuhe an, also Sneaker und dann ist man schön angezogen. Gut, die ist von Burberry. Hm.
Kann ich nicht weggeben. Also weiß ich auch nicht, ob ich die nochmal tragen werde, aber... Marie Kondo funktioniert ja voll gut bei mir, ne? Nicht. Das Kleidchen, das habe ich auch echt oft getragen im Sommer. Das ist von H&M, fand ich total süß. Auch schwanger habe ich das getragen, habe meinen Bauch gut verstecken können. Ich habe das ja auch auf YouTube erst in der, glaube ich, 18. Woche erzählt. Und auch hier haben wir es sehr, sehr lange für uns behalten. Haben wir so unsere Gründe dafür, aber das Kleidchen war mir da eine Hilfe, weil ich es echt gut verstecken konnte. Genauso wie dieses Kleidchen hier. Und das werde ich diesen Sommer bestimmt tragen. Also denke ich mal, oder? Lasst mich das nochmal angucken. Ah, es macht mich noch glücklich. So, aber hey, es ist schon eine ganze Menge weggekommen. Vielleicht, wenn ich das dann einsortiere oder auf die Bügel mache, geht dann das ein oder andere Teilchen doch noch auf diesen Berg. Mal schauen. Aber ich habe es ja gesagt, es fällt mir schwer. Das ist ein richtig schönes Kleidchen, aber das kann jetzt weg. Habe ich auch oft getragen. Da wird mit Sicherheit jemand anderes auch noch Freude dran haben. So, okay. Wobei das fürs Stillen ganz gut war, ne? Weil ich dann... Okay, es kommt weg. Halt, es kommt jetzt weg. Es reicht. Konzentrier dich. So, dann machen wir hier weiter. Genau, das hatte ich mir auch in Heidelberg gekauft, das Teil. Ach Gott, ich habe es so geliebt. So süß. Mega süß. Soll ich es noch behalten? Ach Mann. Von Vero Moda. Ich finde das so süß. Okay. Ich habe gewusst, dass das schwer wird. So, dann haben wir hier was. Das habe ich am Meer immer an. Also letztes Jahr hatte ich das an. Ist sehr, sehr praktisch, wenn man den Bikini noch anhat und dann runtergeht, halt zum Frühstücken zum Beispiel, ne? Dass man da nicht halbnackt ist. Finde ich aber auch voll schön, weil man hier so die gebräunte Haut noch durchsieht. Also das kommt auf gar keinen Fall weg. Mal schauen, ob ich dieses Jahr das Meer sehen werde. Wenn Gott will, ne? Se Dio vuole, sagt man auf Italienisch. So, dann haben wir jetzt hier die weißen Blusen, beziehungsweise die kann auch weg. Mein Gott, ein Chaos. Ma chi me l'ha fatto fare? Habe ich mir damals auch in Heidelberg gekauft. Das hier, weiß ich nicht, fand ich auch total süß. Das konnte man hier so binden an den Armen. Aber das ist halt jetzt wegen dem Stillen echt blöd. Dann kommt's weg. Okay. Seht ihr? Geht doch, Heidi. Das hier hat mir meine Schwester geschenkt. Das kann ich nicht weggeben. Wenn es von meiner Schwester ist, kann ich es nicht weggeben. Meine Schwester Steffi. Ist von Zara. Ist fürs Stillen eigentlich auch praktisch. Kann ich schön hochheben. Geht noch. Ach Gott. Die Bluse hier, die habe ich mir in Düsseldorf gekauft. Ach Gott, da war ich mit meinen Mädels in Düsseldorf. Ey, die fand ich so toll. Was machen wir damit? Ach, die kommt jetzt weg. Die kommt weg. Dann habe ich eine weiße Bluse hier. Die kann man... Oh, die habe ich geliebt. Ach Gott, da ist sie ja. Das muss definitiv bleiben. Das hatte ich mal zu einem Event an. Finde ich richtig schön. Und kann man auch super kombinieren. Für einen besonderen Anlass. Weiße Blusen trage ich halt sehr, sehr gerne. Deshalb werde ich die behalten. Und die habe ich jetzt gerade wiedergefunden. Die hatte ich ehrlich gesagt gesucht. Hier finde ich sehr, sehr schön. Ganz schlicht. Mit einem Top drunter. Kann ich jetzt auch anziehen. Wegen dem Stillen ist ja immer so ein bisschen, ne? Muss man halt immer schauen, dass es vom Stoff her passt. Und die hier werde ich jetzt aber weggeben. Die ist von Max. Die habe ich auch sehr, sehr gern getragen. Die kommt weg. Und jetzt wird der kleine Mann wach. Die werde ich jetzt aber auch wegtun. Also kommt runter. Vielleicht in der Erinnerungsbox. Mal schauen. Ja, also das kommt jetzt weg. Und ja, so sieht es jetzt sehr chaotisch hier aus. Ich muss mich jetzt erstmal um den kleinen Schatz kümmern. Dann sehen wir uns später wieder. Also kurzer Zwischenstand. Das geht an die Tochter meiner Freundin. Das kommt in die Wäsche. Das hänge ich jetzt auf, habe ich ein bisschen sortiert. Das kommt weg und das hänge ich jetzt auch auf. Hilfe. Also so ein bisschen stolz kann ich ja schon sein, oder? Die ganzen Bügel hier sind nämlich jetzt frei.
Jawohl. Also ich habe doch eigentlich kräftig aussortiert. Jo. So, meine Freundin hat mich heute besucht mit ihrer Tochter. Und wir waren fleißig. Sie haben sich alles Mögliche ausgesucht, was ich aussortiert hatte. Das ist das Ergebnis, aber wir sind lang noch nicht fertig. Sie müssen jetzt nur leider gehen, weil sie noch einen Termin haben und deshalb machen wir das nächste Mal. Aber jetzt hat quasi jemand anders was davon und da freue ich mich natürlich sehr. Also ich würde sagen, es hat sich schon ein bisschen was getan, ne? Hier. Und das sortiere ich natürlich dann alles noch ordentlich. Ich wollte es jetzt nur schon mal hier reinbringen. Wir machen jetzt hier weiter mit den T-Shirts und so weiter.